Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Among the Sleep. Heute geht es nun endlich weiter. Entschuldigt bitte die Verspätung. Leider bin ich irgendwie nie dazu gekommen, weiter aufzunehmen. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich los. Und das letzte Mal haben wir ja dort das zweite Puzzlestück eingelegt. Und dann hat sich hier dieser Gang eröffnet. In das nächste Bild. Sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Speichern. Huch. Naja, die Geräusche gefallen mir jetzt schon wieder nicht. Aber gut. Da können wir leider nichts machen. Und sehen tue ich immer noch nicht so wirklich viel. Ich habe die Gamma zwar etwas raufgeschraubt, aber irgendwie bringt das nicht so viel. Okay. Da gehen wir doch gleich rein. Oh, Alter. Bloß ein Ast. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Bringt mir das irgendwas? Nee, nicht wirklich. Und der Teddy bringt halt auch nicht wirklich so viel. Was das Licht angeht. Aber gut. Ich schätze mal, wir müssen hier durch. Von daher gehen wir auch hier durch. Wir haben keine andere Möglichkeit. Holy smokes, Alter. Mies. Mies, mies, mies. Ja, da habt ihr... Okay. Ich wollte gerade sagen, da habt ihr mich erwischt. Nee, nee. Alles gut. Eine weitere Zeichnung. Können wir aufs Bett? Sieht so aus. Oder auch nicht. Nee. Okay. Ja gut. Dann müssen wir wohl hier durch die Tür hindurch. Okay. Dann halt so. Miese Geräuschkulisse. Ganz mies. Wow.
Was zum Teufel ist das? Und ich glaube, wir sollen jetzt dort raus. Oder kommen noch dorthin. Heilige Meile. Ich warte eigentlich bloß auf einen Jumpscare-Moment, in dem ich irgendwann mal so etwas hier aufmache und jemand stellt plötzlich vor mir. Und ein Gesicht schaut mich an. Holy. Sorry. Dann geht's, wie gesagt, nach draußen. Naja. Heilige Scheiße. Das Ding ist vorhin hier entlang gelaufen. Da sollen wir runter. Naja. Finde ich jetzt eine schlechte Idee eigentlich. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Um irgendwie nach dorthin zu kommen. Wo dieses komische Vieh entlang gelaufen ist. Gut. Dann heißt es wohl ab. In den. Sorry, Thumbnail. Ab in den verwünschten Brunnen. Geronimo. Okay. Das war falsch. Gut. Wir müssten wahrscheinlich eher den Eimer hochbringen, statt in den Brunnen zu springen, okay. Ja gut. Dann sollte ich die Kurbel hier oben sehen. Ja. Ja. Wäre hilfreich gewesen, wenn man die Kurbel gesehen hätte. Das letzte Puzzleteil. Und der Schlüssel. Was erwartet uns hinter der letzten Tür? Hinter dem letzten Bild? Und was war dieses Ding? Hier entlang gelaufen ist. Teddy, beschütz mich. Schätze mal, das Ding wird uns verfolgen. Und wir müssen von irgendwo was holen, um dorthin durch die Tür zu kommen. Leute, macht das nicht mit mir. Brauchen wir aber wirklich irgendwas?
das hier bloß, um sich umzuschauen. Und wo müssen wir hin? Was erwartet uns hier? Hallo? Ich würde gerne hier durch. Ein Schlüssel. Ich hab's gesagt, wir brauchen den Schlüssel. Eine weitere Zeichnung. Das Monster und ich. Der Schatten mit dem Bären. Holy shit. Das Vieh kommt. Holy shit. Teddy, beschütz mich. Bitte. Bitte. Das war jetzt ich. Ist es weg? Scheint wohl weg zu sein. Aber es sah schrecklich aus. Und wer klopft die ganze Zeit an die Tür? Sollte ich jetzt Angst haben um mein Leben? Weil ich den Schlüssel habe? Sollte ich vielleicht eher rennen? Statt mit Teddy auf Safe zu gehen? Okay, das sind meine Schritte. Shit. Holy shit. Okay, es verfolgt uns eindeutig. Schnell, schnell weg. Ich glaube, die Dinge hier sind für uns zum Verstecken. Aber ich weiß leider nicht mehr, wo lang. Go, 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 go. Go, baby, go. Ich höre das Vieh. Ich hab's doch gehört. Wir müssen dorthin.
Was ist das? Abkürzung. Es war direkt hinter mir. Es war direkt hinter mir. Dort ist es. War dort. Es war fucking hell dort. Und es ist immer noch hier. Steh auf. Mach die Schublade auf. Ich möchte hier weg. Lass mich durch. Go, 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 go. Fahr jetzt nicht hin. Nicht hinfallen. No. Baby. Don't do that to me. Ich glaube, ich höre es hinter mir. Mach die, mach das Scheißfenster auf. Mach es auf. Mach es auf. Mach es auf. Gut, ab durchs Bild. Ab durchs Bild. Ich möchte hier weg. Holy shit. Ich möchte hier weg. Ich möchte hier weg. So, direkt hinter mir. Fuck. Alter Schwede. Das letzte Bild. Was mag es bedeuten? Was steht dahinter? Was finden wir? Die Mutter erlischt. Das Kind bleibt zurück. Auf sich allein gestellt. Ja, nee, come on, das sieht mir jetzt schon aus wie ein Labyrinth. Das sieht mies aus. Ich glaube, das Ding verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. No, thanks. It's okay. Please don't hurt me. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Was zum Teufel macht es die ganze Zeit? Es kommt wieder näher. Holy shit. Das ist mies. Mies. Der Albtraum wird wahr, dort ist es.
geht geradeaus. Ist es hinter mir? Geh doch da runter! Geh da drunter! Verarsch mich doch nicht und mach mich nicht fertig! Über die Brücke! Es kommt irgendwoher! Irgendwo ist es. Es ist irgendwo. Ich hör's doch. Dort ist es. Hat's mich gesehen? Nee, oder? Alter, wie hässlich! Wie hässlich das Ding ist. Ist dort eine Zeichnung? Nee. Ich weiß warum nicht mal, was ich machen muss. Oder wohin ich muss. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wir sind jetzt hier? Irgendwo? In einem Traumland? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wohin ich muss, was ich machen muss. Aber das Licht scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein. Ich war direkt hinter mir. Please don't hurt me. Wäre zwar lustig, mal zu schauen, wie der Tod aussieht, aber ich habe da keine Lust drauf. Ist das ein Baum eigentlich? Ich glaube, das ist ein Baum. Ja, das ist ein Baum. War mal ein Baum, bis es das geworden ist, was es jetzt ist. Nächste Zeichnung. Da müssen wir durch. Aber kommt es zurück? Es geht nicht. Aber es kommt gleich wieder. Da ist was. Da war es. Da war das Ding. Ich hab's gesehen. Ich glaube, wir sollten schleunigst hier weg.